Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zur ersten Sendung Motivation Gesundheit im Jahr 2023. Ich denke, Sie sind gut rübergerutscht, ja, und heute haben wir ein super Thema dabei. Und vor allen Dingen habe ich einen Gast dabei, eine internationale Koryphäe. Er ist Top-Mediziner. Ja, Sie kennen ihn wahrscheinlich auch von anderen Fernsehsendungen, Professor Martin Halle. Herr Professor, schön, wir wollen heute einfach mal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen motivieren. Was wichtig ist, Sie sind wirklich so ein... Ja, kann man schon sagen, ein Sportguru. Sie sind schon mal, liebe Zuschauer, wir sind im dritten Stock. Herr Professor hat nicht den Aufzug genommen, sondern er kam topfit an. Ja. Warum nehmen Sie immer gleich die Treppe? Ja, weil es doch so ist, man hat ja nicht immer Gelegenheit, Sport zu machen. Auch bei mir ist es manchmal so, vollgepackter Tag und gleich muss ich nach Berlin. Und ja, da muss ich doch irgendwie alles nutzen, ja? Mit dem Fahrrad hierher. Ich bin ja durch die Stadt auch nicht schneller, wenn ich mit dem Auto fahre. Ja, und dann halt einfach nochmal hier ein bisschen Treppen hoch. Und einfach jede Minute so ein bisschen Aktivität nutzen. Ja, Sie haben einen Lehrstuhl für Sportmedizin, Kardiologie. Sie persönlich sind also Internist, aber Sie sind ein richtig klassischer Kardiologe auch. Ja, ja, ich habe eine klassische Ausbildung gemacht. Irgendwann muss man sich dann mal überlegen, was man weitermacht, ob man dann immer nur Herzkatheter schiebt und dann so Stents einsetzt in die Herzen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das muss irgendwie... anders sein. Ich war in Göttingen damals zu der Zeit, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn man da die Patienten mal befragt und die fragt ja nach dem Herzinfarkt zum Beispiel oder Verengung der Herzkranzarterien, sag doch mal, also woher kommt denn das? Und dann sage ich, wahrscheinlich, weil ich ein bisschen zu dick bin. Ja, könnte sein, aber es gibt natürlich auch viele andere Sachen, Faktoren, die eben die Verengung der Herzkranzarterien machen und dann aber so die Frage, warum haben Sie denn nicht mal früher was gemacht? Ja, es hat mir keiner gesagt. Oder keine Zeit. Ja. Oder so diese Themen. Ja, ja. Und da habe ich mir damals gedacht, nee, ich muss irgendwas anderes machen. Ja, ich muss mal Prävention machen. Aber ehrlich, es war so, ich bin dann von Göttingen nach München gekommen. Prävention damals, vor 20 Jahren, weiß ich ganz genau, da hat keiner über Prävention gesprochen und heute ist es kann man schon sagen, groß. Das ist wirklich also Sie haben ja im letzten Jahr wieder 10.000 Patientinnen und Patienten einfach gesehen. Warum ist es so wichtig? Und wir wollen ja unsere Zuschauerinnen und Zuschauer motivieren, dass sie das neue Jahr wirklich mal überlegen. Ja. Wir haben es ja immer mit dem Kollegen zu tun, der die Couch liebt, der Fernsehen liebt, der Schokolade liebt, der einfach mal ein bisschen länger im Bett bleiben und so. Aber das ist ja nicht unser Thema heute, sondern wir wollen ihn besiegen. Wie wichtig ist denn Bewegung fürs Herz? Ja, ist extrem, extrem wichtig. Man muss sich das so vorstellen, wir sind ja auf unsere Gene, unser ganzer Körper ist ja programmiert. Mhm. Ja, und wir müssen halt dann schon irgendwie dieses Programm abrufen. Und das rufen wir nicht ab durch Weihnachtskekse oder den Weihnachtsgans. Ja. Sondern das rufen wir ab. Dieses Programm, in dem wir uns bewegen. Das macht ja auch irgendwo Sinn. Ja. Also Ernährung ist es nicht wirklich in dem großen Teil. Ein bisschen wird das Programm schon noch abgerufen. Aber ich sage das immer, das ist 30%. Aber 70% ist Bewegung. Mhm. Und das ist ja auch klar, wir mussten irgendwie dem Hasen hinterher und dem Mammut davon. Und wir sind ja Zehntausende, Hunderttausende von Generationen oder noch mehr, sind wir ja auf diese Bewegung ausgerichtet gewesen. Und das ist für das Herz-Kreislauf-System deshalb so entscheidend, weil das braucht Bewegung. Wenn das Herz nicht gefordert ist, wenn die Gefäße nicht gefordert sind, wenn auch unsere Muskulaturzellen, wenn auch die Leberzellen, wenn die nicht gefordert sind
und fordern heißt, wir müssen uns bewegen, dann gehen die in den Winterschlaf. Und das Winterschlaf heißt Alterung. Ja, also das heißt, man wird automatisch dann schneller älter. Ja, und das ist ja irre, wenn man, man sieht das ja zum Beispiel bei übergewichtigen Kindern, 11 Jahre, 12 Jahre. Ja. Und wenn man sich dann deren Gefäße anschaut, dann sind die schon so vorgealtert, als wenn sie 30 oder 40 Jahre sind. Die sind dann einfach, das Programm ist nicht abgerufen worden. Ja? Und das ist doch eigentlich irre. Ja? Und das zeigt nur, zu jedem Alter, also ob 10-Jährige oder der 40-Jährige oder der 80-Jährige, dranbleiben, Bewegung, gerade fürs Herz-Kreislauf-System. Und kann man sagen, Sport ist eine Medizin und zwar mit angenehmen Nebenwirkungen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass dem so ist, dass dem so ist, weil man doch so viele Erkrankungen auch verhindern kann. Ja. Klar, wir haben auch Medikamente. Klar sind die auch toll, den Blutdruck zu behandeln und den Diabetes. Aber behandeln heißt es immer. Ja? Also, und was wäre vorher, dass es gar nicht zum Diabetes oder erhöhten Blutdruckwerten kommt. Ja. Und da spielt halt normales Gewicht. Aber dann natürlich auch immer die Bewegung eine ganz entscheidende Rolle. Jetzt, Herr Professor, es ist ja auch so, das Herz ist ja ein lebendiges Organ. Also wenn es gesund ist, das tickt und klopft und klopft. Also in meinem Fall also über 1 Milliarde schon. Ja, man spürt es nicht. Es ist ein braves Organ, aber es kann auch ziemlich fies werden. Ja? Also das heißt, wie wichtig ist es denn da, mal ein Check-up zu machen? Also wir wissen, ja, der Check-up ist wichtig, ja, natürlich. Also ab wann sollte man da kommen? Ja, also definitiv, wenn man 45 ist. Ja. Das ist ja, mit 45 denkt man noch, ach, ich bin doch super drauf. Aber wenn man sich das anschaut, einmal Zahlen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, dann geht es so richtig nach oben. Sicherlich hat so einen Höhepunkt so um das 70. Lebensjahr, das geht so hoch. Trotzdem, man muss halt frühzeitig da sich untersuchen lassen, weil man möchte ja, in Anführungsstrichen, mal reingrätschen. Ja. Ja? Weil wenn da nämlich jetzt ein erhöhter Blutdruck ist, dann merkt man das 10 Jahre nicht, 15 Jahre nicht. Tut auch nicht weh. Und es tut nicht weh. Nee, vielleicht der eine sagt, ja, ich bin ein bisschen müde. Oder ein paar Konzentrationsstörungen. Genau, und habe manchmal Kopfschmerz, aber dann nehme ich eine Aspirin, dann ist wieder alles weg. Gut. Ja. Aber wir wissen, dass bei 40- bis 50-Jährigen in 30% erhöhte Blutdruckwerte vorhanden sind. Ja? Mhm. Und damit sehen wir, können es noch nicht alles erklären, warum, aber sicherlich zu wenig Bewegung, Übergewicht und so weiter spielen dann absolut Alkohol auch. Okay. Auch vor allen Dingen salzreiche Ernährung, da auch nochmal für die bayerische Bevölkerung. Ja? Alkohol, Weißbier, dann das Schweizbraten oder die Würstel. Ja, und da haben wir schon das Salz drin. Und Brot zum Beispiel. Und dann noch ein Palatschi. Und dann auch die Brezen dazu. Ja, da habe ich eigentlich alles, um den Blutdruck nach oben zu treiben. Ja. Und der Blutdruck, wenn ich noch mal kurz da bleiben darf, ja, das ist wirklich so, dass das Herz natürlich gegen diesen Druck immer wieder pumpen muss. Ja. Und das belastet das Herz. Das ist wie ein Krafttraining zunächst mal. Und das ist für das Herz erstmal in Ordnung. Aber man muss sich mal vorstellen, dieses Krafttraining geht immer weiter. Und dann wird der Herzmuskel dicker. Und wenn der es nicht mehr halten kann, geht er auseinander. Ja. Und 10, 15 Jahre ist das. Oder auch die Belastung fürs Gehirn. Wir hatten gesagt, Konzentrationsschwäche. Ja, weil einfach der Druck auf dem Gehirn so hoch ist. Und wenn man dann so ein Check-up macht, der Blutdruck ist gut. Also das kann man beim Hausarzt machen, auch mal in der Apotheke oder beim Betriebsarzt. Einfach mal messen und den Blutdruck. Und da nicht dran denken, na ja, ich bin jetzt an der Obergrenze. Da haben wir ja zwei Werte, also 140 zu 90. Ja. Zu sagen, ja, bin noch gerade 139 zu 89. Ja. Passt doch. Ja, passt doch. Ja. Hey, wir wollen doch das Optimum. Ja. Ich meine, wenn man im Auto fährt, wollen wir auch nicht sagen, ja, da sind ein paar Schrauben locker, aber es wird schon noch bis Hamburg gehen. Ja. Ja, genau. Nee, da wollen wir sagen, also du musst optimal sein. Ja, und deswegen 120 zu 80. Ja. Und das Verständnis dafür auch zu haben, dass man
das Optimum haben möchte, damit eben, also Optimum an Bewegung und Gewicht und eben nicht zu rauchen, nicht zu sagen, ja, nur 2 Zigaretten am Tag. Nee, wirklich dann halt auch das Optimum. Das ist wichtig. Absolut. Wenn wir sagen, Herz-Kreislauf-Erkrankung möchte ich nicht bekommen. Und vor allen Dingen, es ist nach wie vor Todesursache Nummer 1. Absolut, also, und das Herz, also wir haben nur ein Herz und das muss schlagen. Ja, wenn es nicht schlägt, dann war es das. Ja, und es ist auch so, also die gleichen Faktoren, die zur Alterung des Gefäßsystems beitragen, die haben wir eben gerade schon angesprochen, das sind genau die gleichen, also identisch für Demenz, also neurologische Erkrankungen, für Darmkrebs, Brustkrebs. Ja, da haben wir schon mal die Größenordnung, 2/3 aller Erkrankungen, die wir haben, sind durch Lebensstil bedingt. Ja. Und wir können die, man weiß es so ungefähr, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu 60-70% könnten wir die verhindern. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also nochmal, ja, da zu Hause alle, heute 1. Januar. Also man muss ja sagen, hey, da will ich doch was machen. Ja, logisch. Ja, und jetzt sagen, was Professor hier sagt, das ist ja ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Ja, ja, und ich habe es selber in der Hand. Ja, ja, jetzt lassen Sie uns noch mal sprechen. Es gibt natürlich auch Menschen, und da sind Sie ja, Sie sind ja ein Top-Wissenschaftler, aber Sie haben zum Beispiel auch herausgefunden, es gibt ja auch, sagen wir mal, onkologische Themen, Krebserkrankungen. Ja. Ja. Also das ist ja nach wie vor traurig, dass man heute, wenn man Krebs, ich habe Krebs, dann ist man schon eine Person zweiten Ranges, ja, also so fort. Aber man muss ja auch bei solchen Erkrankungen wieder ins Leben kommen. Es gibt ja viele Krebsarten, wo man wirklich heilen kann, ja, oder wo man eben einfach vieles tun kann, um das Leben einfach zu stabilisieren, um es zu verlängern auch. Aber Sie haben ja herausgefunden, also Chemotherapie hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man nicht Sport treiben kann. Ja, ja. Vielleicht, dass man Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Ganz ein wichtiges Thema. Weil vielleicht nochmal dazu von meiner Seite nochmal so die Verbindung auch Herz-Kreislauf und Krebs, haben wir ja gesagt, gleiche Risikofaktoren. Aber was auch von Bedeutung ist, dass eben die Bewegung nicht nur bei Herzerkrankungen, sondern eben bei Krebserkrankungen einmal in der Verhinderung und wenn ich es dann habe, auch entscheidend ist, dass ich durch die Therapie durchkomme. Man muss sich das ja so vorstellen. Wir haben jetzt die Diagnose bei jemandem gestellt mit einer Krebserkrankung, nehmen wir jetzt mal an, Brustkrebs. Mhm. Dann gibt es erst Operationen und dann gegebenenfalls noch Bestrahlung. Und das zieht sich auch über eine Zeit hin. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, so eine Chemotherapie, die sich anschließt, das ist ja ein Hammer. Das ist ja klar, das muss ja auch so sein, weil die Zellen ja, die Bösartigen, damit abgetötet werden sollen. Mhm. Aber man muss auch verstehen, dass es das eigene Immunsystem ist, was gut funktionieren muss, damit auch diese Therapien funktionieren. Denn es ist nicht nur so, dass Bestrahlung dann die Zellen abtötet. Da werden nicht alle Zellen abgetötet. Und bei Chemotherapie auch nicht. Aber werden auch gesunde Zellen erwischt, ja? Auch gesunde. Ja. Aber was entscheidend ist, das eigene Immunsystem zu stärken. Ja. Und auch durch die Therapien fit durchzugehen. Und ich kann nicht durch eine Therapie durchgehen, die so ein Hammer ist, indem ich einfach auf dem Sofa liegen bleibe. Ja, und sage, ich ruhe mich aus. Ja. Ich regeneriere. Nein, ich kann es nur so machen. Die Therapie, Chemotherapie und dann entsprechend nachfolgend wieder mich langsam in so ein Trainingsprogramm, in meine Fitness hineinbringen. Und wir sprechen jetzt hier nicht von Sport, sondern wirklich ein ganz klar strukturiertes Trainingsprogramm. Das kann auch ein Spaziergang sein, das täglicher an der frischen Luft. Und wenn es nur 5 Minuten ist, 3 oder 5 Mal am Tag und dann die nächste Woche 6 Minuten und dann 7 Minuten und dann kommt wieder die Chemotherapie, dann muss ich wieder bei 5 Minuten anfangen. Also verstehen, dass ich mich fit halten muss und dass ich mein Immunsystem aktivieren muss, damit ich durch diese Therapien durchkomme und eine gute Prognose habe. Da ist es aber besonders angesagt, dass man, ich bleibe wieder beim inneren Schweinehund, dass man ihn bekämpft, weil man muss natürlich da auch Disziplin an den Tag legen, weil der Punkt ist ja, wenn ich Chemo bekomme, das ist ja, macht mich ja manchmal eben schwermütig, macht mich irgendwie depressiv und da die Kraft herzustellen, da ist natürlich der Sport oder die Bewegung ein wirklich kann ein Heilmittel werden. Ja?
Ja, das ist den Schweinehund, den haben wir alle. Ja. Ich habe ihn auch. Und natürlich hat man noch mal eine Motivation, wenn man jetzt erkrankt ist, dass man sagt, okay, da bekämpfe ich meinen Schweinehund noch mal mehr und ich mache es für mich und meine Familie und meine Freunde und so. Trotzdem ist es natürlich schon auch bei solchen Erkrankungen nicht ganz einfach. Also das kann man jetzt auch nicht von meiner Seite einfach sagen, ja, jetzt machen Sie mal Sport, sondern das weiß ich schon auch und ich bin das bewusst und bin mir dessen bewusst, auch mit den Patienten, wenn ich mich mit denen austausche, es geht natürlich auch nur im bestimmten Rahmen. Aber zu verstehen, dass man es selber in der Hand hat, zu verstehen, dass es nur so kleine Aktivierungen sind, das ist das Entscheidende. Mhm. Und ist so ein, ja, wie bei einem Leistungssportler auch, so ein wieder in das normale Leben, es ist wie, Trainingsprogramm es, hinein. Es ist, man kann meines Erachtens auch, egal wie alt man ist, kann man also immer sagen, ich fange jetzt mal an, so zu denken wie bei einem Marathon. Ja? Also jetzt habe ich mein, also ich bin ja Marathon auch gelaufen, aber erst mal 20 Minuten im Englischen Garten, und man dachte, um Gottes Willen, ich schaffe das nicht. Ja? Aber dann steigert man, ja. Und das Steigern, das ist ja in der eigenen Hand. Ja? Man darf es unbedingt, man darf nicht am Anfang gleich flink ins Korn werfen. Ja. Und man darf in den ersten 3-4 Wochen nichts erwarten. Mhm. Aber dann ist es so, dass der Sprung von null auf dann innerhalb von 3 Wochen die Anpassung, Gefäße, Stoffwechsel, auch Leistungsfähigkeit, die ist wirklich phänomenal. Mhm. Also wenn man durch die ersten 3-4 Wochen durchkommt, dann hat man die erste Stufe. Dann sind es noch mal 3 Wochen. Und nach 6 Wochen ist es ein allein... Und dann kriegt man ein schlechtes Gewissen, wenn das der Typ hier ist tot. Jetzt sind Sie ja auch ein Arzt, der dafür bekannt ist, dass Sie auch motivieren können. Das ist ja auch wichtig. Also jetzt bleiben wir mal dabei. Die tolle Schauspielerin Greta Garbo hat mir gesagt, also zunehmen tut man im Grunde nur zwischen Weihnachten und Neujahr. Da ist schon was dran. Also wir alle haben in der Weihnachtszeit mal ein bisschen, man doch mal ein kleines Plätzchen oder doch mal vielleicht ein Gläschen Rotwein mehr oder doch mal vielleicht nicht so heute Sport machen, sondern man ist ja in Weihnachtsessen und Weihnachtsfeiern und irgendwann, also ich gehe jeden Tag auf die Waage. Wie ist das bei Ihnen? Gehen Sie auch jeden Tag? Ja, ich gehe jeden Tag. Also immer in der Früh. Und da sehe ich sofort, boah. Ich habe dann schon manchmal Dinge, ich weiß, heute ist ein Kilo mehr drauf, aber dann bremse ich. Weil wenn man dann zehn Tage nicht auf die Waage geht, hat man vielleicht zwei Kilo drauf. Ja, und das ist ja so, man sieht es und man verändert dann gleich auch, ob Frühstück oder Mittagessen, sofort. Ja, für den Tag und sagt, nee, Martin, also in meinem Fall, ja, also so geht's nicht. Ja, jetzt musst du dich mal ein bisschen halten. Ja, genau. Und dann ist es ein ganz wichtiger Punkt, im Vorhinein. Ja. Ja, also wenn man erst mal am Tisch sitzt und dann das wunderbare Essen präsentiert wird, ja, also dann kann ich auch nicht anders, dann esse ich auch einfach das. Ja, aber wenn man im Vorhinein sagt, ja, okay, das Essen lasse ich vielleicht heute doch mal aus oder reduziere mal das Abendessen und gehe mal danach 30 Minuten noch spazieren und gehe dann ins Bett, um langen Schlaf zu haben und mich zu erholen. Also 3 Komponenten, einmal Essen weglassen, Bewegung und dann auch Entspannung. Dann sieht es am nächsten Morgen gleich auf der Waage schon ganz anders aus. Und dann kriegt man auch ein ganz anderes Gefühl. Man belobigt sich selbst. Man sagt, Mensch, toll, weil am nächsten Tag siehst du es ja wieder an der Waage, dass das Kilo weg ist. Ja. Also das ist wirklich so. Aber die Motivation. Also Sie haben ja im letzten Jahr wieder mit Ihrem Team circa 10.000 Patienten gesehen und Patientinnen. Wie wichtig ist da auch, dass Sie mal sagen, also es geht ja los erst einmal mit einer Anamnese, also dass man sagen, okay, schauen Sie mal her, also wir müssen ein bisschen aufpassen, Ihr Blutdruck etc. Also wir empfehlen Ihnen jetzt, Sie haben ja da wirklich Weltruf, wir empfehlen Ihnen das und das und das zu machen. Mhm. Jetzt kommt der Patient, ich darf Sie wieder sehen, sagen wir in 2 Monaten, jetzt kommt der und hat also tatsächlich jetzt 4 Kilo weniger. Was sagt denn der Professor Halle dann zu ihm? Das erste, dann kriegt er Lob, oder? Ja, kommen Sie mal her. Das Erste, was ich mache, ist High Five. Ja. Ja. Also das toll. Heißt auch, ja, es muss auch so sagen, dass man sagt, hey, klasse, toll gemacht. Und ich empfinde das von meiner Seite aus wirklich auch so. Ja, ja, also das heißt, es geht darum, immer auch zu verstärken.
Und vor allen Dingen die Hürden am Anfang nicht zu hoch zu legen. Ja. Ich glaube, dass wir auch als Mediziner in dem Zusammenhang ganz viel falsch machen. Ich möchte ein Beispiel geben. Mhm. Ja, wir wissen alle, Zuschauer, Sie und ich, 10.000 Schritte. Ja, also 10.000 Schritt pro Tag ist wichtig. Ja? Kriegen die meisten nicht hin. Ja, kriegen die meisten nicht hin, klar. So, aber 10.000 Schritte, dann kommen die zum Arzt und der sagt, Sie müssen abnehmen. Also wenn ich Sie mal anschaue, 10 Kilo müssen es mindestens sein. Ja. Und dann 10.000 Schritte. Und wir sehen uns dann in 6 Wochen oder sowas. Ja. Ja. 10.000 Schritte sind für viele nicht machbar. Auch unerreichbar. Ja. Also das heißt, ich gehe anders. Also mein Ansatz ist der, ich sage meinen Patienten, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, nichts ist falsch, aber die Veränderung im Kopf muss im Kopf stattfinden, dass ich mein Leben verändere. Die findet zu Hause statt. Wille, dann muss ich einen Wille haben. Ja. Und die findet zu Hause statt. Ja. Also und die Hürden sind klein und gering. Also wenn, dann sage ich denen zum Beispiel, messen Sie doch einfach mal mit dem Schrittzähler eine Woche lang, was Sie da für Schritte haben. Und dann sieht man, okay, 2.500 Schritte zum Beispiel. Mhm. Und dann sage ich, okay, wie viel wollen Sie jetzt die nächste Woche erhöhen? Mhm. Ja? Mhm. Also nicht ich sage es, sondern der Patient steht im Zentrum. Ja? Ja. Und zum Beispiel auch mit dem Gewichtsabnehmen. Da sage ich denen, passen Sie auf, Sie kommen jetzt zu mir, warum kommen Sie? Dann sagen die, das sehen Sie doch. Sag ich, weiß ich nicht, weshalb Sie kommen. Ja, nicht, dass ich dann gleich auf das Gewicht einschlinge. Ja, und eine meiner ersten Maßnahmen ist, dass ich sage, also hier ist ein weißer Zettel, hier ist mein Name drauf, 1 bis 10. Und schreiben Sie doch mal auf, was Sie verändern wollen. Warum sind Sie zu mir gekommen? Und das ist super spannend, weil entweder sitzen Sie ins Wartezimmer oder ich schicke die manchmal auch einfach nach Hause. Damit man zum Beispiel mit der Ehefrau oder Ehemann oder dass man das nochmal überlegt, was sind denn die 10 Schritte? Und da steht da, ich möchte mit meinem Enkelkind mehr auf den Spielplatz gehen oder auf Mallorca musste ich hier, auf dem Flug musste ich 2 Sitze buchen und so weiter. Und dann sage ich, okay, was sind die 2 wichtigsten Sachen? Dann kringle ich die ein und sage, die gehen wir jetzt an. Es geht nicht um Gewicht und um mehr Bewegung, sondern es geht um das Leben des Patienten. Wo sind die Prioritäten? Dass ich natürlich dann Anleitung gebe dazu, wie kann man Ernährung ändern oder auch mehr Sport machen? Ja, das ist klar. Langsam rein. Ernährung zum Beispiel. Sage ich denen, okay, dann machen wir es doch so, nehmen Sie doch ehrlich. Also wir sind dann ehrlich zusammen. Also es ist für mich und der Verbindung zu meinen Patienten ganz wichtig. Also wir gehen ehrlich miteinander um. Ich sage auch immer genau, was ich meine. Ja? Und die können mir auch sagen, was sie meinen. So. Und dann sage ich, okay, Sie machen es jetzt bitte so. Sie nehmen einfach mal ganz ehrlich 4 Tage lang mit Ihrem Handy Ihr Essen auf. Und wenn das ein Haribo-Becher ist und eine Cola, fand das völlig wurscht. Ja. Und macht auch der nichts. Alkohol, das einfach aufnehmen. Ja, sehr gut. Und dann gucken wir uns zusammen auf Ihrem Handy oder dann hochgeladen auf dem Computer, gucken wir uns das an. Und dann sage ich nicht, also das müssen Sie, also weglassen oder? Ja, also dann kommt ja nur raus, Vollkornbrot mit Hüttenkäse, 2 Gurkenscheiben als Augen und Paprika als Mund. Also das kannst du nicht sagen, ein Smiling-Mund. Sondern das ist, dann frage ich, was würden Sie ändern? Und was können Sie ändern? Ja, und dann sage ich, okay, das bringt gar nichts, wenn Sie das ändern, machen Sie doch mal das. Also zum Beispiel beim der weißen Semmelbrötchen mit Marmelade. Ja? Sehen wir dann auf dem Bild. Und dann sage ich, was würden Sie ändern? Sagen, also Vollkornbrot und dann halt Hüttenkäse drauf und so weiter. Dann sage ich, mögen Sie das? Nee. Das wird nichts. Ja, also, und dann ist das mein Tipp dazu, das Entscheidende daran ist, dass der Zucker nicht schnell aufgenommen wird. Mhm. Und wie mache ich das? Indem ich statt Butter Quark auf diese Semmel drauf mache. Damit durch den Quark und das Eiweiß, Milcheiweiß, wird der Zucker gebunden und die Aufnahme im Darm ist nicht mehr so schnell und ich habe weniger Aufnahmekalorien und sind kleine Maßnahmen, aber sie sehen, glaube ich, in welche Richtung es geht. Am Leben dran. Eine der Maßnahmen ist natürlich auch, frisst die Hälfte. Also weil manchmal, wo man sagt, also zum Beispiel, ich esse gerne mal so Wiener Würstel. Ja? Und Wiener Würstel kannst du ja essen ohne Ende, Aber bei vielen höre ich auf. Da sage ich,
Schluss, ehrlich? Ja, und ich lasse natürlich das Brot weg. Ja. Aber man kann die mit Genuss essen, langsamer oder was auch immer. Ja. Aber ganz, ganz wichtig, weil Sie sprechen eine ganz wichtige Sache an. Im Vorhinein muss ich wissen, wann der Stopp ist. Genau. Ja, also die sind bei Würstel, sind die bei Ihnen bei 4. Bei mir sind sie bei Nürnberger bei 2. Ja. Also ich muss das vorher wissen. Ja. Ja? Und also in Nürnberg kann man, da kann man 20 essen. Ja, logisch. Ja, aber es geht ja dann mehr um den Geschmack. Ja. Und, ja. Und das ist so, Sie haben es eben angesprochen mit dem Fahrrad, ja. Dass ich hier bin oder die Treppen gehe. Ja. Das muss ich mir vorher überlegen. Wenn ich auf den Fahrstuhl drücke und der Fahrstuhl kommt, meinen Sie, dass ich dann noch die Treppen gehe? Nee. Nee, dann gehe ich auch den Fahrstuhl. Logisch, ja. Und so ist es zum Beispiel auch mit dem Autofahren. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, Martin, wenn du aufs Auto zugehst, ja. Und du bist eigentlich erst einen Termin in München. Nein, du machst es einfach kategorisch nicht mehr. Ja. Und man macht also mit sich selber so einen Vertrag. Ja, was ist mir wichtig? Schreiben, also auch da zu Hause, ja, schreiben Sie es auf, was ist mein Vertrag für 2023? Was möchte ich mit mir? Und sich nicht selbst belügen, ist ganz wichtig. Ja? Weil es ist so, also wenn man Disziplin walten lässt, dann kommt das Lob. Also ich gehe die meiste Zeit auch hoch. Also ich war jetzt erkältet und so, also dann fahre ich schon mal Aufzug. Aber ich sag das schon vorher, ich gehe wieder hoch und wenn ich hier oben ankomme, dann bin ich stolz auf mich. Ja, sicher. So geht doch der Tag ganz anders los. Ja, und sich selber auch dann sagen, hey, klasse gemacht, ja. Super, und geschafft. Wahrscheinlich sagt Ihnen der Name Agnes Lejeune nichts, aber ich sage Ihnen was Agnes mir, das war meine Großmutter. Die hat immer gesagt, mein Junge, kam aus Aachen, mein Junge, mein Enkel, wenn du eine Treppe nimmst, hast du immer eine Minute längere Lebenszeit. Ja. Pro Treppe. Also wenn man da mal so. Ja. Ja? Also ich glaube, die Stufen sind so 200, wenn Sie da in den dritten Stock raufgehen, 200 Minuten. Ja. Ja? Und ja, also und ist so eine Brücke. Aber ich glaube schon, dass es auch vor allen Dingen ja auch Lebensqualität. Mhm. Ich meine, wir merken das bis zum 40., 50. Lebensjahr vielleicht nur so bedingt. Aber ich kann ja aus meiner eigenen Erfahrung, was ich so tagtäglich sehe, dann werden die Menschen zu Patienten. Mhm. Und dann ist es eigentlich, wir sagen immer, eigentlich viel zu spät. Viel zu spät. Ja, und man hat es eigentlich doch vorher im Griff. Und dann sagen alle, ja, ich hätte doch jetzt vielleicht nicht rauchen sollen. Ja, ich hätte doch mein Gewicht mal in den Griff kriegen sollen. Ja, ich hätte oder auch nicht mehr nicht bewegen so viel sollen. Können, auch das, ja. Ja. Ich bleibe mal dabei mit einem schönen Sprichwort, Zitat, das Sie kennen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Hat das Herz denn irgendwie Augen? Also ich muss mir vorstellen, wenn das Herz jetzt sehen würde, was man da alles reinpumpt und wenn man dann das Herz mal sieht bei einer Ultraschalluntersuchung, wie das pumpen muss, ja, weil eben die, ich sage jetzt mal die 8 Wiener Würstel, ja, der Verdauungsprozess, der ist ja wie so ein Kernkraftwerk, also da geht es richtig rund. Ja, das Herz ist ja, ich meine, da ist ja dunkel da drin. Ja. Also, Lebendige, wo du spürst. Wenn man dann sagt, also man sieht mit dem Herzen, oder, dann ist es natürlich schon so, das Herz sieht schon all das, was da Lebenszeit. An Müll auch reinkommt. Lebenszeit und mal Müll. Ja. Das sieht es natürlich. Und wie vorhin schon mal angesprochen, auch die Herzkranzarterien, ja, die merken das. Und die werden erst steifer und dann kommt so eine Verkalkung und Verengung später. Und der Herzmuskel, der im Ultraschall, wenn man den sieht, dann ist man fasziniert davon. Die Geräte sind ja heute so, dann denkt man ja, man kann das fast in der Hand halten. Ja. Und man sieht die Klappen, wie sie aufgehen. Und dann ist es ein Wunderwerk. Und es ist auch ein schönes Organ. Das Herz ist ein Traum. Unbedingt, ja. Ich meine, ein Herz ist sowieso. Und wenn das aber nicht mehr funktioniert, ist der Motor halt defekt. Und was ist sonst ein Körper ohne Motor? Herr Professor Halle, das Herz hat ja einen Kollegen, die Lunge, das ist ja auch ein Thema. Also das hängt ja irgendwie auch immer, das ist ja auch ein Bereich in der Kardiologie, dass sie die Lunge abhören etc. Aber man merkt ja, an Treppen gehen. Man merkt ja irgendwie, jetzt komme ich aber stärker aus der Puste. Ja?
Und das braucht ja immer also eine Konsultation bei einem Kardiologen oder bei einem guten Hausarzt. Ja? Weil wenn man eben wahnsinnig schnaufen muss und im Grunde gar nicht so jetzt übergewichtig ist, dann stimmt ja schon was mit den beiden Organen nicht. Ja, und also dieses Zusammenspiel ist natürlich zwischen Herz und Lunge extrem wichtig. Das Herz nimmt ja den Sauerstoff aus der Lunge und pumpt ihn dann in den Kreislauf. Also das ist eigentlich das ganz Entscheidende, um halt auch Leistung zu erzielen. Ja, wir brauchen in jeder Zelle Sauerstoff. Ja. Und unter Belastung, vor allen Dingen in der Muskulatur, noch mal mehr. Und es geht nicht anders, als dass das Herz pumpt. Nein. Und was wichtig da ist, ich habe es schon gesagt, ist, das Herz saugt und drückt und saugt und drückt. Okay. Und dieses Saugen, also auch das Blut aus der Lunge saugen, den Sauerstoff zu saugen, das ist eine der ersten Veränderungen des Herzens, die vor allen Dingen bei jemandem, der übergewichtig ist und vielleicht auch so Vorstufen des Diabetes oder erhöhten Blutdruck hat. Da sind die Arterien, die Kranzarterien noch gar nicht befallen, da ist der Herzmuskel schon steif. Und wenn das Herz nicht saugen kann, dann ist es so, in der Ebene ist ein Gehen gut möglich, aber sobald es so ein bisschen, also Treppen oder mal jetzt in die Berge, mal etwas hochgeht, dann pumpen die Leute und bitte darauf achten, dann ist das Saugen nicht mehr da. Der Herzmuskel hat schon leichten Schaden genommen, ist schon versteift, wie bei einem 80-Jährigen, ja, und ist vorgealtert. Und man muss eben schauen, dass man frühzeitig diese ganzen Faktoren, die das machen, die haben wir ja angesprochen, dass man die behebt und beseitigt. Und jetzt muss man auch darüber sprechen, es gibt ja den Sekundentod, also wo Menschen nie was gespürt haben am Herzen. Ja? Und bumm. Ja. Also wenn ein Kranzgefäß zu ist, oder es löst sich irgendwas, ein Kalk und geht in oder Schlaganfall, das hängt ja alles damit auch zusammen. Ja. Warum spüren die Menschen da nichts? Ja. Also die, vielleicht nochmal, wenn ich es erkläre. Oder man betäubt sich und sagt, naja, das... Ja, also es ist in der Tat so, dass der eine oder andere es gar nicht spürt. Aber die meisten, wenn man mal so, man kann sie dann natürlich, weil sie verstorben sind, nicht mehr fragen, aber es gibt ja auch Leute, die dann, die man durch die Wiederbelebung dann nochmal befragen kann. Und dann sagen die schon, ja, ich habe dann schon mal so einen Druck auf dem Brustkorb. Oder man meint, es ist der Magen oder so. Magen. Ja. Oder ich habe dann eben doch mal Luftnot gehabt. Also es ist auf der einen Seite dieses Saugen, der Muskel. Und dann haben wir für die Sauerstoffversorgung des Herzens haben wir drei Arterien, drei Kanäle, Röhren. Denen halt der Sauerstoff mit dem Blut, mit den roten Blutkörperchen dann in den Herzmuskel transportiert wird. Wenn da, also wenn wir da mal so reingucken, in so einen Querschnitt, wenn das etwas eingeengt ist, kommt natürlich weniger Blut da durch. Ja, und damit auch weniger Sauerstoff und das merkt das Herz. Und wie äußert sich das bei uns im Körper? Wir bekommen eine Luftnot. Mhm. Ja, also das ging doch noch vor, was weiß ich, zwei Monaten, bin ich die Treppe noch gut, habe noch nichts gespürt. Oder man kriegt so einen Druck hier, so richtig, das ist, so wie, ist so ein, das dann wie so ein Stein, oder so. Angina pectoris, wie so ein Stein, der hier drauf liegt. Ja. Und wenn man dann anhält, ist es wieder weg. Und dann denkt man, ja, so schlimm wird es nicht gewesen sein. Nein, darauf achten, weil das ist wirklich dann kann eine Verengung der Herzkranzarterien sein. Jetzt. Und vielleicht noch gerade dazu. Ja, und wenn die dann zum Beispiel eingeengt sind oder dann halt die Wände so instabil sind, dass die so aufplatzen können. Ja? Einmal aufgeplatzt, ist das Gefäß zu, Herzinfarkt. Ja. Und dann kommt es zu Herzrhythmusstörungen. Ja. Und 50% überlebt es nicht. Das muss man sich überlegen. Ja. Jeder Zweite, der überlebt es nicht. Also das sind dann halt auch schon häufig die 50-Jährigen, 55-Jährigen, wo man denkt, das muss doch nicht. Das ist doch alles viel zu früh. Sie haben ja auch, also liebe Zuschauer, wenn Sie vielleicht auch mal auf die Website gehen vom Professor Haller, da haben Sie ja so richtig es sind nur 1,5 Minuten, haben Sie mal was über Herzinfarkt gesagt. Und da waren Sie ja sowas von engagiert. Also das geht einem wirklich durch die Knochen, ja, wo sie zu denen sprechen, bitte, bitte, passt sie da und wenn sie das spüren und so. Also das finde ich ja toll, also dass man das auch mal anschauen kann. Denn das Herz, bleibe ich mal dabei, ist so ein braves Organ. Aber wenn es aus dem Takt kommt, dann Herzschmerzen sind brutal.
Also hört man, ja. Also das heißt, ist immer mit Todesangst zu tun. Ja, ja. Schweißausbruch und Lufteinengung und so weiter. Und ganz wichtig in der Situation ist dann, dass man... sofort dann, 110 oder ja, 112 anruft. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und vielleicht auch nochmal so als wirkliche Botschaft. Es wird in jedem Leben von uns, Ihnen, ja, allen, die uns zuhören, wird es mal sein, dass im Umfeld, ob die Großmutter oder in der U-Bahn jemand oder andere im Job, die werden umfallen. Ja. Und die Frage, auch da, bin ich jetzt auf die Situation genug vorbereitet? Ja. Bereiten sich bitte alle darauf vor, weil die 50%, die versterben, die also nicht das Krankenhaus erreichen, die könnte man mit Wiederbelebung viele von denen retten. Ja, ja. Ja, und das kann ja auch mal der Bruder oder auch mal der gute Freund sein. Ja, oder die Freundin. Ja. Also es ist, aber wie gesagt, jetzt würden wir gerne mal von Ihnen hören, was Sie denn uns allen jetzt empfehlen. Wir haben den ersten Tag des neuen Jahres. Wir haben jetzt wirklich sehr eindrücklich, Sie bringen das wirklich rüber. Und Sie sind ja auch so ein Motivationsmediziner. Ja? Aber was ist denn jetzt wichtig? Kommen ja immer so, Anfang des Jahres kommen ja die guten Vorsätze. Ja? Also ich muss mehr Sport machen. Ja? Aber Sie haben es ja schon sehr schön beschrieben. Lieber fangen wir ganz langsam an, aber dann kontinuierlich. Dann eben einfach den Willen stärken und nicht nur sagen, ja, also mit dem Rauchen, jetzt habe ich so 2 Wochen aufgehört, aber nee, ich kann es doch nicht. Ja. Also wie wichtig ist denn da wieder die Besiegung dieses Köters? Ja? Ja, vielleicht so, wenn ich das so sagen darf, die Martin-Halle-Tipps. Ja. Ja, gerne, natürlich. Rauchen, absolutes Tabu. Ja, ob jetzt E-Zigarette oder, also das ist... ohne Frage so, das muss man lassen. Ja. Und dann geht es um die anderen Aspekte. Wie sieht es mit dem Alkohol aus? Also klar trinken wir immer mal auch ganz gerne ein Glas Wein. Aber wenn man versteht, es ist wirklich ein Gift für das Gehirn, für die Gehirnleistung, dann ist auch klar, das ist nicht gut, das jeden Tag zu machen. Also das heißt, es sterben Zellen ab. Man merkt es ja, also man sagt ja, ich bin ein bisschen betrunken. Das heißt nichts anderes, als dass die Zellen, die da gerade sind weg. Ja. Also das heißt, das regeneriert sich dann schon, aber nur zum Teil und nicht, wenn man es kontinuierlich. Also mein Tipp dazu wäre, 2x in der Woche. Mhm. Alkohol und sonst lassen. Mhm. Und dann ein Glas. Ein Glas. Ja. Kriegen Sie das hin? Ja, im Moment kriege ich das gut hin. Ja. Okay. Und weil aber es gab auch Momente, wo es nicht hingeht. Nein, natürlich. Das ja, ist ja sicher. Ja. Und das Entscheidende dabei ist ja auch, dass man versteht, Alkohol ist ja auch ein Treiber für erhöhten Blutdruck und ist ja auch, das sind einfach Kalorien. Ja, und auch manchmal ein Treiber für Führerscheinentnahme. Ja, also und zwei Weißbier ist ein schönes, gutes Mittagessen, ja? Also von den Kalorien her. Also das wäre Tipp Nummer 2. Und dann ist es so Bewegung. Und da wissen wir, man muss nicht 30 Minuten joggen. 10 Minuten am Tag. So 10 Minuten, also eigentlich ist es so wenig. Es hat den höchsten Effekt in der Bewegung. Das heißt, 10 Minuten zügig Treppen gehen oder mal dann sagen, okay, raus in der Mittagspause, einfach mal 10 Minuten Walking machen, ja, oder mit dem Fahrrad morgens und abends zur Arbeit fahren. Ja. Man hat da so viel damit erreicht. Und vom Gewicht her langsam in Schritten. Da kann man auch sagen, okay, ich nehme mir vor, jede Woche sind es 200 Gramm oder 300 Gramm. Sind dann halt über 10 Wochen auch 3 Kilo. Okay, ja, und das ist der langsame, wie man so schön sagt, Pace, den man nehmen sollte. Ja. Sie sind ja auch weltweit unterwegs. Sie waren auch sehr lange in den USA. Wie sind denn da so die Länder USA oder Japan im Bereich für gesundes Herztraining, Herzmedizin? Ja, ich glaube, wir müssen uns über die Amerikaner da, das ist schwierig. Ja,
die kriegen das irgendwie nicht hin. Ich würde sagen, nicht mehr hin. Mhm. Ja? Also eigentlich haben die es ja so, in Schulen dort in den USA hat man jeden Tag Sport. Mhm. Ja, eine Stunde. Irgendwann darf man es abwählen. Aber so eigentlich ist der Sport ja verankert in der amerikanischen Lebensweise. Ja? Ja. Trotzdem führt es dazu, dass auch vor allen Dingen über die wirklich die überkalorische Ernährung, und so weiter, ja, einfach zu viel Energie aufgenommen wird. Und da ist nochmal ein Tipp auch für unsere Zuschauer. Ja. Mhm. Man kann praktisch mit Gemüse und Fleisch, also wenn es nicht die Wurst ist, also sag mal Steak und Gemüse, kann ich nicht dick werden. Es geht nicht. Geht nicht. Ja, ja, also das heißt, meine Kalorien hole ich mir eigentlich über die Getränke. Oder Soße. Cappuccino, Latte Macchiato, dann halt mein Weißbier oder auch den Apfelsaft. Also wenn ich vergleiche nur eine Cola-Flasche von den Würfelzuckern, sind ja 46 in der Literflasche, muss man sich mal überlegen, ja, 46 Zuckerstücke. Aber im Bio-Apfelsaft des Bauerns ihres Vertrauens, ja, es sind genauso viele. Also auch der Apfelsaft hat viele Kalorien. Ja, ja, ja. Ja. Und wenn man bei Getränken weglässt, hat man eh schon gewonnen. Aber schon gewonnen. Ja. Lieber Herr Professor Halle, ein tolles Gespräch mit Ihnen. Sie haben uns allen Kraft gegeben, Mut gegeben. Ja. Und liebe Zuschauer, gehen Sie gesund ins neue Jahr. Bewegung haben wir gelernt, ja, und wie gesagt, die kleinen Schritte sind gut und ja, auch mal wieder ab, sagen wir mal, 40 ein Herzcheck-up, vielleicht bei Professor Halle. Wir sehen uns wieder und nochmal toi, toi, toi fürs neue Jahr. Viel Glück, Gesundheit, Lebensfreude und Sport. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.